Ich war letzte Woche im Kosovo und in Albanien zusammen mit einer Gruppe von Christen und Muslimen. Das Ganze organisiert vom St. Georgen-Kolleg in Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Forum Dialog und der Zeitschrift Fontäne. Und das Motto der Reise war Spiritualität in den Religionen. Und das Besondere an dieser Reise war für mich, dass wir wirklich 12 Christen, 12 Muslime waren. Wir haben unter uns sogar die Zimmer aufgeteilt. Und es war das Ziel, wirklich die Spiritualität, die Gefühlswelt, die Glaubenswelt des anderen ganz nah mit zu erleben. Der Kosovo und Albanien war unser Reiseziel. Das Besondere an diesem Land ist nämlich, dass das Land sehr vielfältig, plural ist. Das heißt, es gibt dort viele verschiedene Religionen, Konfessionen, sei es von muslimischer Seite oder auch von christlicher Seite. Das heißt, es gibt sowohl die, auf christlicher Seite die orthodoxe Gemeinde, aber auch eine katholische Gemeinde, eine evangelische Einrichtung, die wir auch besucht haben, eine Diakonie. Auf muslimischer Seite gibt es den sunnitischen Islam, der dort sehr präsent ist natürlich, und aber ebenso auch eine große Bektashi-Gemeinde. Das Welt-Bektashi-Zentrum ist unter anderem im Kosovo selbst. In dieser Hinsicht war auch das Ziel der Reise natürlich für uns, die Akteure vor Ort kennenzulernen. Wir haben dort unter anderem ein Kloster besucht. Der Abt des Klosters, ein orthodoxes Kloster in Deçane, hat uns wohl empfangen und wir haben über 2-3 Stunden mit ihm sowohl das Kloster besichtigt, als auch mit ihm gesprochen. Und man hatte wirklich einen Einblick, also mich hat wirklich beeindruckt, was für eine Spiritualität dieser Mensch auch ausstrahlte. Und einen Einblick zu gewinnen in die Glaubenswelt, in die Gefühlswelt eines orthodoxen Christen vor Ort, war auch für mich eine ganz neue Erfahrung und was ganz Besonderes. Ich freue mich und ich auf eine nächste Reise in der Art und kann wirklich jedem empfehlen, sich solchen Reisen, insbesondere interreligiösen Reisen mit Muslimen, Christen, Juden und so weiter, sich einfach anzuschließen und den Dialog wirklich auf ganz naher Ebene zu suchen. Denn es ist wirklich eine Bereicherung für jedermann und jede Frau.